Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir haben inzwischen alle, und damit meine ich auch wirklich alle Weisen beisammen, und haben den Hint bekommen, dass wir doch mal im Südwesten der Map schauen sollten, wo diverse Statuen hinführen sollen. Das kennen wir doch irgendwoher. Da finden wir vielleicht Hinweise darauf, wo Ganon sich aufhält. Jetzt habe ich in der Zwischenzeit auch noch ein paar alte Videos geschnitten und so. Und bin dann nochmal über das Koga-Video gestolpert. Der ist ja auch abgezischt, nachdem wir ihn besiegt hatten. Das war ja hier an der verlassenen Zentralmine. Und der sagte auch, dass er jetzt irgendwie zu einer Südwestmine oder so fliegen würde. Das passt ja schön zusammen. Aber wir sind ja schon relativ weit in den Südwesten vorgedrungen. Das ist ganz nice. Aber, was ich ja beim letzten Mal erstmal vorhatte, war so ein bisschen uns ausstatten wieder. Wir könnten noch ein Segenslicht einsammeln, also noch einen Schrein machen, damit wir noch ein Herzchen extra kriegen. Ich glaube, das schadet überhaupt nichts. Was wir aber auch noch machen sollten, wäre Essen zubereiten. Einfach weil. So, ich wäre jetzt erstmal für sortieren. Nach Typ finde ich gut. Und dann will ich gerne Angriff und Rüstung so ein bisschen noch zusammen matschen. So, hier irgendwie so einen schönen Schmorbraten mit Wild. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts reinschmeiße, was noch einen anderen Effekt reinhaut. Genau. So, zack. Zack. Na, aber hallo. Wenn das nicht ordentlich Abwehr gibt. So, das in die Hand. Wir können das auch mit Fisch machen, ne? Wir haben hier Rüstungsschnapper. In die Hand. Mit ein bisschen Gewürz und ein bisschen Rüstling. Na, wollen wir noch, haben wir irgendwie noch so ein was Würziges? Bisschen Tomate dazu. Würzig ist das jetzt nicht, aber so, oh, das wird ja mal besser. So. Angriff wäre vielleicht auch nicht schlecht. Das ist einfach, wir ein paar Rezepte haben, die uns so in so einem Kampf einfach mal. Ah, hier, das habe ich gesucht. Nee, Eichel nicht. Eine Vogelnuss hatte ich eigentlich gesucht. Habe ich gar nicht, ne? Schleichglöckchen, Zitter, Sonnenfleckchen. Ja, mit den Sonnenfleckchen sollten wir vielleicht auch das ein oder andere machen. Wer weiß, wenn es gegen Ganon geht, ob der nicht irgendwie so, ja, Miasma-Angriffe oder ähnliches hat. Ausdauerkrabbe, Rüstungskrabbe. Das wird Surf and Turf, wird das. Noch ein bisschen Karotte? Nee, haben wir nicht so viel von. Himmelspilz, komm. Zack. Ja, wir sollten noch ein bisschen was mit den. Na, wir müssen es ja nicht ganz durchziehen. So, Pilzspieß. Oh, habe ich gemischt aus Versehen? Mist. Mist. Habe ich was gemischt? Ah. Naja, egal. Haben wir auch sowas. Was hatte ich gesagt? Sonnenfleckchen. In die Hand mit einem Hyrule Barsch vielleicht. Ein ganz profaner oder hier Arowanas, so zum Beispiel. Vielleicht nehmen wir Himmelspilz. Ist ihn, um dein Herz noch zu füllen. Ne? Komm, zack, rein da. Einfach alles zusammenmixen. Soldampfisch. Okay. Aber eigentlich kann man die auch so in die Hand und da reinschmeißen. Bringt einem nur nicht so viel, wenn man. Man hat ja begrenzte Slots in der Tasche. Von daher. Schwierig. Eichlinge, also vor allem Rüstung und Schwert sind halt gut. Ah, ich habe, glaube ich, ein Schwertling verwendet statt ein Rüstling, ne, vorhin. Das kann natürlich sein. So, Schwertschnapper.
mit ein bisschen Salz. Zack, rein da. So, haben wir noch irgendwie Reis oder sowas? Nee, sowas haben wir gar nicht, ne? So. Aber das können wir noch ein bisschen zusammenmixen mit, keine Ahnung, Edeltrüffel oder so wäre natürlich auch nice. Hauen wir es noch mit Bananen zusammen und wir machen den Obstsalat mit Kocho. Oh, Schwertbanane. Mist. Okay, wir müssen echt aufpassen, was wir zusammen mixen. So, den Arowana. Mit Käse? Fisch mit Käse? Isst man Fisch mit Käse? Nee. Aber so ein Schnitzel kann man schön mit Käse überbacken. Frostmelone. Ja, das sind zwei Effekte sogar. Spurtlotes. Ja, ich bin ja auch doof. So, ab da rein. Lieber zu wenig als zu viel anscheinend in dem Fall. So. Nehmen wir ein paar Tomaten. Also Tomaten lassen sich doch gut damit kombinieren. Zack. So, das ist doch nice. Davon haben wir auch so viel von den Sonnenfleckchen und von den Tomaten. Wer weiß, wofür es gut ist. So. So, noch irgendwas mit Angriff oder Abwehr. So, in die Hand. Was haben wir denn hier noch? Palmfrucht, Apfel, Wildbeere, Chili, Schwertbanane, Zitterfrucht. Dann Hähnchen mit Bananen. Und noch einen Maxi-Trüffel. Dampffleisch. Oh, Mist. Wieder irgendwas verkackt. So, dann machen wir Pilze mit Salz. Wo ist Salz? Da. Und rühren noch ein bisschen Fleisch rein. Abwehrschmorbraten. Na. Erhöht die Schwimmgeschwindigkeit. Also Hyrule-Tomate. Beste Sonnenfleckenkumpels. So. So, das machen wir jetzt noch mit Käse. Und Salz. Und eigentlich fehlt Ananas dazu. Haben wir was Ananas-ähnliches? Eine Palmfrucht? Eine Zitterfrucht? Eine Frostmelone? Nehmen wir Beeren. Zack. Schmorbraten. Na gut. Ich glaube, das reicht. Also ich bin jetzt dafür, wir machen heute noch auf jeden Fall einen Schrein. Und dann gehen wir mal runter nach Südwesten. Ich habe ein bisschen Bedenken. Ich weiß nicht. Geht's dann... Ich weiß nicht. Geht's dann direkt los mit Kämpfen und so? Nee, wir müssen ja erstmal suchen, ne? So, was wäre denn eine schöne Stelle, wo man noch... Guck mal, hier ist auf jeden Fall ein Schrein. Hier ist ein Schrein. Gehen wir doch einfach nach oben. Und gucken, holen uns hier noch einen Schrein. Die dürften hier in der Nähe doch einfach sein. Hoffe ich. Bete ich. Denke ich. Wo geht's hier hoch? Da. Ja, ich kann auch mal außerhalb der Streams kochen. Die Frage ist, habe ich noch die Gelegenheit? Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus, was wir hier haben. Wir könnten immer noch gut Ausrüstung gegen
gegen Hitze brauchen. Hatte ich eigentlich schon Pfeile gekauft? Ja, hatte ich noch gemacht. Sehr gut. Ich hätte auch Reis kaufen können, dann hätten wir noch Reisbällchen machen können. So, wo ist mein Pferd? Ich bräuchte ein Pferd. Ich möchte ein Pferd mitnehmen. Welches möchte ich abholen? Ich nehme Pünktchen. Pünktchen! Mit Pünktchen waren wir schon lange nicht mehr unterwegs. Es ist da! Die Leute reden nur noch über die Rückkehr des Dämonenkönigs. Die Pferde spüren das und werden ebenfalls nervös. Ui. Alles Was ist denn los mit dir? Ach so, hier im Dorf willst du nicht galoppieren. Okay, verstehe. Sind wir jetzt richtig? Jetzt aber, oder? Jawoll. Nein, wo willst du denn hin? Pünktchen! So. Da hinten sehen wir ihn doch schon, den Schrein. Vielleicht treffen wir sogar... Ach, ein Birk da. Ach, wirklich, hier ist ein Schrein in der Nähe. Wer hätte es gedacht? Oh, ach, du Schande. Ab jetzt wird's richtig absurd. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Ach ja. Was können wir denn hier für dich tun? Wie bist du unten abgestützt? Zur Seite schon. Nach vorne und hinten schwierig. Aber das kriegen wir hin. Komm, Kumpel. Das sollten wir relativ flott hinkriegen. Ja, ich weiß, dass hier ein Schrein ist. Lass mich. So. Ah! Lass doch mal los. Kerzen gerade. Heute noch mal ein bisschen vorbereiten und beim nächsten Mal spätestens gehen wir dann runter. Vielleicht schaffen wir es auch heute. Kommt drauf an, wie schnell der Schrein geht, ne? Ein roter Rubin. Ausdauerkräuterreisbällchen. Stimmt, ich sollte eh ein paar Slots übrig lassen. In meinem Rucksack. Ein Qualmerling. Na denn? Pünktchen? Auf geht's. So, und jetzt ist der Schrein irgendwo ganz absurd aufgestellt oder so. Das ist auf jeden Fall ein Monstercamp, sieht so aus. Wir halten mal ein bisschen Abstand. Aber sonst sieht er eigentlich sehr frei zugänglich aus. Ujami-O-Schrein. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Schreine rund um dem Spähposten noch halbwegs human sind. Aber wer weiß. Aber wer weiß. Es ist eigentlich nicht rund um den Spähposten, sondern eigentlich schon rund um Schloss Hyrule, was? Aber, naja, gucken wir mal. Okay. Ah, das hätte ich mir denken können.
Kampftechniken. Ja, stimmt. So Tutorial-Schreine sind das hier. Gut. Hatten wir so eins nicht schon mal? Ich dachte... Ach Mensch, die Schreine mit diesen Geschicklichkeitsprüfen. Ach Mensch. Mhm, okay. Ist ja nicht so, als wenn ich das nicht schon selbst rausgefunden hätte. Wo sind sie denn? Da. Ja. Aha. Und jetzt das Ganze mit zwei. Erledigt. Ah, ich bin voll der Meister. Na, dann können wir heute doch noch mal ein bisschen in den Untergrund. Und wie komme ich jetzt an meinen Loot hier dran? Gibt es eine Leiter? Da. Okay. Jetzt schade gewesen. Was bist du denn für ein Konstruktbogen? Ein Konstruktbogen einfach. Na gut. Ich glaube, die haben immer noch mehr als... Nee? Ach, echt? Ich dachte, die wären mehr als so ein Stachelbockbogen. So ein Sonaniumschwert. Haben wir schon alles. Mensch, ey, das war ja hier Kindergarten. Beschwerte sich und heult demnächst beim Boss rum. Hm. So, jetzt auf jeden Fall vier Segenslichter, noch ein Herzchen dazu. Ich denke mal, Ausdauer brauchen wir nicht unbedingt, aber ich glaube, Herzchen... So sehr, wie wir oft auf den Deckel kriegen, sind vielleicht nicht schlecht. Ja. Und dann runter in den Abgrund. Für 5 Minuten oder so noch. Ich meine, wir wissen ja, welche Statuen gemeint sind. Wir sind denen ja schon gefolgt. Immerhin. Das ist ja etwas. Dann haben wir da die Folgen nicht umsonst gemacht. Na komm, Kumpel. Mafia. So, und es sind oben müssten es jetzt 20 Herzen sein. Jetzt muss doch mal eine zweite Reihe Herzen kommen. Fragt mich nicht, wieso ich darauf bestehe, unbedingt eine zweite Reihe anzufangen, aber ich finde, das muss sein. Jetzt mal so langsam. Jetzt mal so langsam. Eieiei, es ist dunkel geworden. Naja. Dann können wir hier den Marker schon mal weghauen und dann haben wir doch schon mal wieder einen Schrein mehr. Sehr schön. Der wäre dann, hier wäre dann auch eine Wurzel. Vermutlich. Nicht nur vermutlich, sehr wahrscheinlich. So, dann zurück und Herzchen holen und dann... Ach, viel teleportieren heute. Mann, 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 Mann. Naja.
Gib mir Herzchen. Herz. Ich erbitte Herzen. Bitte. Wir haben zuletzt doch recht ordentlich viele Herzen noch bekommen, ne? Für alles Mögliche. Ist ja auch nicht zu verachten. So. Neue Reihe oder nicht? Juhu! Okay. Ich glaube, damit habe ich jetzt schon mehr Herzen als in Breath of the Wild bei dem Durchlauf, oder? Obwohl, da brauchte ich sehr viele Herzen, um das Masters schwer zu kriegen, glaube ich. Dann würde ich sagen, machen wir doch hier weiter, wo wir aufgehört hatten. Hier ging doch die Statue ein bisschen runter, bis ich dann irgendwann misstrauisch wurde. Das ist doch Südwesten, würde ich jetzt mal sagen. So, wie gesagt, der Koga hat ja auch was von Südwesten gesagt. Vielleicht sollte ich einfach mal seine Quest einschalten. Vielleicht haben wir da einen Marker. Ich weiß es nicht. Ich habe seine Quest tatsächlich nicht so genau angeschaut, weil ich eigentlich überhaupt nicht vorhatte, ihm zu folgen jetzt. Ah, da. Jägeranalyse wird, dass er plant, sich die Macht der Sonne anzueignen und ersetzt seine Großartigkeit, die Welt zu vernichten. Ja, dann hängt er doch mit Ganon zusammen. Als nächstes will er der Spur der Steinstörte in Flassen Rudomine folgen. Ja, okay. Dann suchen wir erstmal die Steinstatuen. Aber prinzipiell müssen wir da in die Richtung. So, da haben wir sie doch. Guck mal. So. Und jetzt haben wir ja auch einen Kumpel, mit dem wir über Miasma latschen können. Und Viechers angreifen können. Das macht alles ein bisschen einfacher. Wer weiß, vielleicht wären wir ohne den gar nicht weitergekommen. Wenn wir jetzt den Koga gefolgt wären. So, da ist noch eine Statue. Wo könnte denn potenziell noch eine Wurzel sein? Hier? Ja, da kommen wir aber nicht in die Nähe. Dann wäre die nächste wahrscheinlich Gerudo-Stadt. Oder hier mittendrin irgendwas. Ah, okay. Direkt unter Gerudo-Stadt ist der. Ach, das ist ja spannend. Ob da nicht noch eine Wurzel zwischendrin kommt? Was meint ihr? Oh, da schleicht irgendwas. Seht ihr es da? Da schleicht irgendwas. So, wir brauchen erstmal Licht und dann gucken wir mal. Es könnte nämlich sein, dass die Gegner jetzt hier einfach auch stärker werden. So, wo ist denn jetzt hier? Na? Och, ich suche mich jetzt inzwischen jedes Mal tot. Es ist unfassbar so. Ja. Na toll, das bringt mir jetzt viel Zuversicht. Da hinten sehe ich doch was. Da zwei Wurzeln sogar. Eine links, eine rechts. Ja. Ja, da ist was. Was bist du? Es macht mir Angst. Es macht mir ganz schön Angst gerade. Was bist denn du? Ein Gigama. Okay. Ist das schlecht? Ich glaube, das ist schlecht. Oh mein Gott. Nee, eigentlich gar nicht mal. Tut mir ja gar nichts. Hm.
da tut mir kaum was. Au! Ich kann natürlich die ganze Zeit in seine Pfoten da reinlatschen. Was tut er mir nicht? Der ist einfach nur groß. Die Frage ist, ob wir uns mit dem wirklich auseinandersetzen wollen oder ob wir nicht einfach den Statuen jetzt weiter folgen. Ich finde, wir folgen den Statuen weiter. Der kann einen halt ein bisschen auf den Senkel gehen, aber wie gesagt, wirklich wehtun tut er mir nicht. Sagen wir es mal so. Könnte ich vielleicht noch... Guck mal, der hat ja... Boah, der hat ja voll Loot auf dem Rücken. Warum sagst du nicht gleich, dass du Loot auf dem Rücken hast? Und da war meine Waffe kaputt. Ich kann ihm wahrscheinlich ins Auge schießen. Ja, okay, das tut ihm sehr weh. Aber ich glaube, der Sinn ist wirklich nur das Blut auf seinem Rücken anzugreifen. Kann man da oben drauf von dem... Ja. Okay. Also er sieht beeindruckender aus, als er ist. Gar nicht, ob ich hier überhaupt... Lohnt sich das überhaupt nicht zu erinnern? Oder geht es vor allem um das Zeug, was auf dem Boot ist? Ach, Mensch. Ich wollte jetzt eigentlich einen Donnerblumen in den Rachen schmeißen, aber das war wohl keine gute Idee. Du bist ja so gefährlich. Naja gut, Aua macht er mir schon, ne? Und es könnte schief gehen, wenn ich jetzt mal aufpasse. Oh ja, mach mal die... Oh, macht er die nicht kaputt? Doch. Toll! Nice! Bravo! Das ist der alteste Kampf ever. Ja, mach schnell das kaputt. Das machst du fein! Ja, fein machst du das! Schaden mache ich nicht. Was habe ich denn für eine Waffe? Wieso habe ich denn... Hatte ich nicht gerade noch eine andere Waffe? So, ich habe da den Knochen drauf gemacht und der hält nicht mehr als einen Schlag aus. Hehe. Okay. Das erklärt natürlich, warum ich keinen Schaden habe. Au! Nicht gut, nicht gut. Da will ich nicht hin. Mal ein bisschen. Ich bin so ein bisschen an den Rand gedrängt worden.
Wer gut macht ihr das? Ihr kriegt halt kaum Schaden, ey. Wo seid ihr denn alle? Helft mir doch mal! So geht das. Das ist keine Hilfe jetzt. Wo seid ihr denn alle? Schön hier, aber hinter Felsen verstecken? Nö. Natürlich nicht. Das wäre ja einfach. Ach komm, mach ihn doch jetzt platt. Nein, nicht den Link. Ich wollte jetzt eigentlich... Wo seid ihr denn alle? Lasst euch doch mal anklicken. So funktioniert das doch nicht. Toll! Gut, dass der nicht viel Schaden macht, ey. Gut, dass der nicht viel Schaden macht. Leute, ihr könntet echt... Das haben die aber sicher extra gemacht, dass sie so klein ist, dass man sie kaum erwischt, dass man sich auch ein bisschen in Gefahrenzone begeben muss, weil die ist ja doch relativ mächtig. Zeugs. Ein Gigma-Riesenzahn. Okay. Gigma-Riesenzahn. Naja. Riesiger Zahn, mit dem sich Erz zerbeißen lässt. Befestige ihn an einer Waffe, um die Angriffskraft spürbar zu erhöhen. Und koche ihn mit Kleingetier, um Medizin herzustellen. Warte, ich hab doch hier... Genau. So. Ist vielleicht Vergeudung gewesen, aber... Wer weiß. Ein Gigama-Nagel. Gekrümmter und spröder Nagel, mit dem sich die Angriffskraft vom Pfeilen erhöhen oder mit Kleingetier getrocknet Medizin herstellen lässt. Joa. Jetzt haben wir aber Federn gelassen hier. Vor allem so ein riesen Vieh zermatscht dich. Kein Problem. Kein Problem. So, wir waren jetzt schon doch relativ nah an eine Wurzel rangekommen, ne? Oh,
wieder? Ich hatte eigentlich den Eindruck. Kann aber getäuscht haben. Naja, geht so. Aber hier sind sehr viele Wurzeln zu sehen, ne? Ja. Aber das ist halt wegen der Dunkelheit, die leuchten so schön. Da erkennt man sie direkt. Da hinten ist irgendwas. Eine Wurzel. Schauen, ob wir da unfallfrei hinkommen. Die sieht so nah aus. So nah und doch so fern. Ho! Hä? Oh, okay. Nee. Nee. Schade. Wo ist die nächste Statue? Hier. Okay, liebe Leute, das hat jetzt aber auch wegen dem Viech jetzt ganz schön lange gedauert, aber die Richtung stimmt, also wir müssen eh in die Richtung. Dann nehmen wir das doch beim nächsten Mal im Angriff. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und wir sehen uns. Ciao, ciao, ihr Lieben. Bis dann.